Das freut mich zu hören, so sehr ich mich über das Einmischen eines Fremden auch freue. Dafür verbeugt sich leicht und legt ein schiefes, beinahe neckisches Lächeln Would you auf. like an escort to Queen's Bereth, Fentry? You never know what rough types may be about, and I would hate to see you waylaid. Möchtest du eine Eskorte zum Ankunftsplatz der Königin, Fentry? Man weiß nie, was für Gefahren unterwegs lauern, und es wäre doch eine Schande, wenn man dich unterwegs überfallen würde. Ich gehe dann. Wenn du mir folgen willst, ist das dein A Problem. Gracious offer. We accept. Ein großzügiges Angebot. Wir nehmen an. Er nickt seinem Begleiter zu, die nur lächelnd und zustimmend murmeln. Herr Guano, let us be off. Per Guano, verschwinden wir. Ja. Lieber stelle ich mich damit im Prinzip hier ein bisschen besser, als irgendeiner dahergelaufenen Kapitänin zu helfen. So, hier unten Kanal des Hausierers. Und dann kann ich nochmal in der Meere schlafen. Dann fällt allerdings die maximale Ermächtigung und die maximale Bindung weg. Also Bindung ist das Ding hier. Das heißt, ich habe nur noch 6 statt 7. Und hier ein Zauber der Stufe weniger. A cozy Fentry. You have found the satchel? Es cozy Fentry, du hast die Tasche gefunden. Du schuldest mir eine Erklärung. It is not as you must think. Komm, Planka, hear me out. Es ist nicht so, wie du denkst. Komm, Planka, lass mich die Sache erklären. Sein Blick wendet sich von deinem Gesicht ab, als ob er dir nicht in die Augen schauen kann. Schweiß bildet sich auf seiner Stirn und er nestelt am Saum seines Kittels. Gegenstände zurückgeben. Es steht mir nicht zu, mich in deine Pläne einzumischen. Was würde Arveta von deinem Verrat halten? Vielleicht sollten wir es herausfinden. Ich erzähle Arveta nichts davon, wenn du versprichst, mit deinen Machenschaften aufzuhören. Mich interessieren deine Erklärungen nicht. Geben wir ihm die Gegenstände. Verus! Belfetto! This is magnificent! Die Verus? Belfetto, das ist ja fabelhaft. Ein Lächeln bildet sich auf Dignos Gesicht. I am in your debt, Aimiko, truly. Ich stehe deiner Schulter, Miko, wirklich. Er nimmt deine Hand in einem festen, verschützten Griff. Take this. You do not know what you have done for me. Nimm, bitte nimm das hier. Du hast ja keine Ahnung, was du für mich getan hast. Er gibt dir ein paar Kupferstücke für I will reward you properly someday. You will see. Ich werde dich irgendwann angemessen dafür belohnen. Du wirst sehen. Ja, und das ist our Wetter. Our business is resolved. And my business is my own. Be on your way. I have no time for you. Unsere Geschäfte sind erledigt und meine Geschäfte gehen dich nichts an. Verzieh dich, ich habe keine Zeit für dich. Yeah. Gut. Das heißt, wie sieht mein Zeug aus? Kein grausam, kein zwielichtig, nur ein bisschen aggressiv. Schlau, rational. Ist alles gut. Questlog. Ich sagte Teil vor, dass ich mich nicht in seine Pläne einmischen würde, ja. Ich habe mit Dignos die Gegenstände, die ich in seiner Tasche gefunden habe, zurückgebracht. Wie sieht's mit dem Prinzipi aus? Auf jeden Fall kein Minus. Das ist schon mal gut. Wie sieht es eigentlich so allgemein mit den Erfahrungspunkten aus? Oh, ich bin auf einem guten Weg. Hab schon wieder über die Hälfte zum nächsten Level. So wie es aussieht, ist in diesem Spiel Level 20 Max Level. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Außer es wurde schon mit dem ersten DLC angehoben. Baheini, wo bist du? Ach, da bist du. What can I do? You see anything you Also einmal rasten. Und dann suchen wir jetzt den erstbesten Ausgang und erkunden mal die Insel.
Weil irgendwie muss ich ja noch an Geld kommen für die Überfahrt nach Hasongo. Der nächstbeste Ausgang wäre der da. Also gib mal Stoff. Die Stadt zu Fuß verlassen, bitte. Jo, danke. Weil draußen vor der Stadt waren wir noch gar nicht. Und Pillars of Eternity 2 lädt ja förmlich zum Erkunden ein. Was ich ganz cool finde. Du hast von dem Boten Vatnir eine seltsame Nachricht erhalten. Lesen. Questgegenstand. Brief mit Wachsiegel. Dieses Hinschreiben, das mit wie es aussieht getrocknetem Blut auf ein Stück gegerbtes Leder geschrieben wurde, erreichte dich zusammengerollt und mit dem Wachsiegel des Auerochsen versehen. Die Buchstaben sind krakelig und abgehakt, vermutlich hat der Verfasser beim Schreiben gezittert. Hochverehrter Wächter von Ketnur, ich lade dich herzlich zu einem Festschmaus dir zu Ehren ein. Eine Gemeinschaft Gleichgesinnter versammelt sich in der Botenwacht, einem kleinen Außenposten im südlichen Todesfeuermeer, um die schnelle Ausbreitung der toten Scholle zu erleben. Schon bald wird das Eis alles verschlingen und Dürmgans Herrschaft über das tote Eora wird unangefochten sein. Wir erwarten mit großer Freude, deine Großartigkeit bei uns zu begrüßen. Mit Bewunderung deiner vielen Errungenschaften, Vatnir, ihr roter Bote der Dämmerung. Okay. Ein verehrter Gast, Bestie des Winters. Ach, das ist das DLC-Teil. Ein Kurier brachte eine mit dem Emblem des Auerochsen versiegelte Schriftrolle aus Leder zu meinem Schiff. Wie sollte sie lesen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe? Eine Gruppe, die sich Boten der Dämmerung nennt, hat mich zu einem Fest mir zu Ehren eingeladen. Ich weiß nicht, wer sie sind oder wofür sie mich genau feiern wollen. Wenn ich es herausfinden will, muss ich zur Botenwacht reisen, dem Außenposten der Gruppe in der Toten Scholle. Ein sich ausdehnender Eisberg in der südlichen See. Sehe ich das Ding zufällig? Botenwacht, ja. Ah ja, das ist da ganz unten. Hasongo ist da oben und die Kawara ist da drüben. Kriege ich mal die World Map? Kommt mir das nur so vor oder ist das größer geworden? Ganz ehrlich, hier ist die Kawara, da ist die Botenwacht. Hasongo Stauholz? Was zur Hölle ist in Stauholz? Das weiß ich gar nicht mal, was ich in Stauholz soll. Weil vor Todeslicht ist dort. Botenwacht. Nö. Bring ich erstmal nach Nikataka zurück. Und dann klapp dich mal bitte ein. So. Ne, ich will nicht nach Nikataka rein. Ich will das hier einsammeln, bitte. Jo, frisches Obst. Das ist immer gut. Ich habe übrigens niemand Verletztes mehr auf meinem Schiff, also kannst du dich mal wieder ans Kanonieren machen. Genauso wie du eigentlich, weil du bist auch ein Kanonier. Jo. Nikataka scheint ja eine etwas größere Insel zu sein. Jetzt müsste ich, glaube ich, auch wieder Sold zahlen pro Tag. Ja, du kommst auf einer breiten Treppe vorbei, die sich tief in die Erde erstreckt. Eiskalte Luft geht von einem dunklen Gang am Fuß der Treppe aus. Sie riecht leicht nach Staub und kaltem Stein. Das Gebiet absuchen.
Ein reizendes Amulett, das in getrocknete Gräser eingewickelt wurde. Du findest nichts. Zwei Türkis. Ja, und nochmal. Asatanui-Muscheln. Das ist sehr schön. Gegenstand in deinem Lager. Und die Grabstätte hat sich erledigt. Wow, hat sich jetzt hier viel in Nekataka angesiedelt. Das ist ein großes Schiff, ey. Unabhängig, Da ist noch mehr Obst. Makotos Versteck. Will ich da rein? Weggehen. Erstmal kurz weggehen. So, jetzt kann ich es durchsuchen. Du bahnst dir einen Weg durch die dichten, hügeligen Dschungel im Westen von Ekataka, als du auf ein kleines Lager triffst. Auf den ersten Blick scheint es verlassen zu sein. Die zwei Zelte sind eingestürzt, aber dann siehst du die Leichen. Zwei Leichenstücke gerissen und zum Großteil aufgefressen, liegen verstreut auf der dunklen Erde. Das Gebiet durchsuchen. Jo, Erfolg bei Seraphim. Das Lager wurde gründlich zerstört. Die Zelte sehen aus, als wären sie von einem großen Fuß zertreten worden. Ein Kessel liegt auf der Seite, ist was völlig platt und das Feuer wurde ausgetreten. Also ein Riese. Die Leichen, das von ihnen übel ist, tragen die zerfetzten Reste der Kleidung und heiligen Symbole der Dämmerungssterne. Die Bäume im Süden sind abgeknickt, als wäre das alles auch immer hier. Als wäre, was auch immer das hier verursacht hat, aus dieser Richtung gekommen und wieder dorthin verschwunden. Die Spuren untersuchen. Edda, du erkennst die großen, ungleichmäßigen, runden Spuren als diejenigen eines Laurers, eines riesigen Konglomerats fleischfressender Pflanzen. Du bemerkst ebenfalls eine breite Schleifspur zwischen den Fährten. Anscheinend haben die Laurer etwas hinter sich hergeschleppt, als sie diesen Ort verlassen haben. Nach der Anwesenheit von Geistern suchen. Du fokussierst deine Wächterfähigkeiten und öffnest dich selbst für die Anwesenheit linker verbliebener Essenz. Eine Vision zieht an dir und reißt dich wie die Strömung eines gefluteten Flusses mit. Du siehst die Kreaturen, die zweimal so groß wie ein Mensch sind, zwischen den Ruinen deines Lagers stehen. Sie essen die Leichen deiner Gefährten. Lian und Moos hängen von ihren Amphoren Rinder bedeckten Gestalten herunter. Laura. Wellen von Wut und Furcht überkommen dich. Wut und Furcht, aber auch Glaube an den zurückkehrenden Eotas. Mit deinem Gebet auf den Lippen feuerst du Pfeile von deinem verzauberten Bogen ab, vor denen jeder so kalt wie Eisregen ist. Du hörst ein Rauschen zu deiner Rechten und drehst dich um. Die Vision endet plötzlich. Nach Überresten suchen. Ein paar Felle, Geweih und andere Trophäen liegen im Lager verstreut. Du hast Haue erhalten, Geweih und Pelz erhalten. Eine kleine Truhe, die mit dem zusammengestürzten Zelt vergraben ist, enthält eine Auswahl frischer Nahrungsmittel. Dreimal Zucker, fünfmal Milch, zwei Düsterbeeren, Wasser, Eier, Schweinefleisch, frisches Obst. Die Untersuchung beenden. Nachdem du die Untersuchung des Lagers beendet hast, machst du einen Schritt zurück in Richtung des Pfads. Möchtest du deine Lampe einsetzen, Xoti? Gut, jetzt meine Brüder, ich verspreche, ich werde eure Reise beschützen. Mit gebeugtem Kopf schwingt Xoti ihre Laterne lange für die Ernte und um den Seelen der Missionare genug Zeit zu geben, den Ruf des Lichtes aufzunehmen. Die Leichen begraben. Der dunkle Boden ist weich und innerhalb weniger Stunden hast du ein Loch gegraben, das groß genug für die Überreste ist. Du lässt sie hinab, bedeckst sie und übergibst sie so an das Rad. Edda und Xoti mögen das schon mal. Zwei Stunden sind verstrichen. Und der Zyklus setzt sich fort. Obwohl der Körper nun seinem Ende begegnet ist, die Seele wird ihren Weg zu einem neuen Anfang finden. Xoti senkt den Kopf. Das Gebiet durchsuchen.
Fehlschlag. Die Untersuchung beenden. Kann ich es nochmal? Fehlschlag. Nochmal? Fehlschlag. Erfolg. Das Lager wurde gründlich zerstört. Untersuchung beenden. Den Spuren folgen. Die Kreaturen haben sich nicht wirklich bemüht, ihre Spuren zu verwischen. Du kannst ihnen leicht tiefer in den Dschungel folgen. Der Pfad führt zu einer Lichtung und du betrittst sie fast ohne die Gefahr zu erkennen. Vom Rand des Gebüsches siehst du mehrere Laucher mitten einiger weniger knolliger Feuchtspuren. Die urweltlichen Geschöpfe fahren fast vollkommen ruhig und scheinen nicht bedrohlicher zu sein als die Bäume um sie herum. Gehen wir mal zurück. Und speichern hier mal, weil ich will mich mit den Lauchern jetzt nicht mehr anlegen. Jetzt gerade. LP 015. Das P bitte groß, 015. So, weil ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Dann gucken wir weiter. Also, bis dann.